Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und natürlich wird erst der Hund gestreichelt. Und dann schauen wir nach den Aufgaben für heute. Oh, Distanz das eigene Pferd geführt. Fleißaufgabe, Präriehühnchen. Spieler wiederbelebt. Tonikum hergestellt. Okay, Waffen mit Waffenöl gereinigt. Das sollte ich sowieso mal machen. Der ungeliebte Kopfgeldjäger, wieder Verfolgungspfeile, Gesuchte von New Austin abgegeben und Kopfgeld mit Truppmitglied. 200 Tacken verdient, kleine Tierkadaver gespendet, Waren an örtlichen Käufer verkauft, okay. Münzen, Sammlerstücke an die Madame verschnacken und verlorenen Schmuck finden. Distanz mit dem Wagen gefahren, okay. Ah, Schwarzbrenner-Mission, ich weiß nicht. 18 Pullen abgeben, okay. Tiere wecken, dann wieder legendäre Tiere mit Pheromon und Zähigkeitstonika. Ja, dann checken wir doch erstmal, wie sieht's hier aus? Oh, da wird das schon mal nix mit dem Geld verdienen. Ja, dann zuerst mal in die kalte Ecke. Ich weiß heute auch gar nicht, ob ich die neuen Rollenherausforderungen schaffe. Muss gleich noch ein bisschen was anderes erledigen. Aber ich wollte euch nicht im Stich lassen. Und wenigstens, na, ich sag mal so ein halbes Stündchen oder so, dass ihr was zu gucken habt. So, dann ziehen wir uns mal um. Was nehmen wir denn da hier? Ja, neu. Neu klingt gut. Hütchen weg. Dann soll der wohl gleich frieren. Kalt genug soll's. Oh, minus 19. Da ist es schon soweit. Und runter damit. Die Hälfte der Aufgabe erledigt. Oh, hier ist schon irgendwas. Ich denke hier. Da blinkt mich die Karte doch schon an. Den Nachttisch hier. Ah, die Bürste mitnehmen hier. Da ist nix. Und hier ist auch nix. Ja, dann auf in die Schwarzbrennerei. Ich hoffe, wir haben was fertig. Dann fahren wir das erstmal weg. Die Frage stellt sich ja auch, ob ihr überhaupt sehen wollt, wie alle Aufgaben erledigt werden. Oder ob ich hier einfach entspannt zocke. Gucken, ist da irgendwo ein Taschentierchen? Da sitzt doch manchmal irgendwie was. Klar, heute nicht. Oh, da unten. Da könnten wir mal eben einmal abräumen. Und das machen wir auch. Ja, und danach können wir die Knarre auch putzen, denke ich, ne? Sollen wir ja sowieso machen. Immer die Rambo-Nummer machen. Oh, die Knarre ist auch nicht mehr gut. Das dauert alles viel zu lange. Da sind die mit einem Schuss gar nicht erledigt.
Oh, jetzt aber raus hier. Sonst bin ich gleich selbst hinüber. Eben kurz hier so ein Mittelchen nehmen, ne? Und den noch. Wo ist er? Schon mal eine Geschichte hier abgeräumt heute. So, und dann checken wir mal eben, was war das überhaupt wieder, das Sammlerding hier. Münzen, na komm. Da machen wir hier eine Karte auf. Dann wissen wir doch, wo wir sind. Oder wo die Münzen sind. Ja, das sieht doch gut aus. Alles hier in der Nähe. Dann fahren wir jetzt aber gleich erst den schwarzgebrannten weg. Und dann sind wir vielleicht sogar schon in der Nähe von der Münze. Und dann wissen wir auch anschließend, wo die Madame ist. Und dann hoffe ich, dass ich am Wochenende die Zeit finde. Wurde nochmal gefragt, was für Waffen ich empfehle, dass ich da so ein Video mache. Dann wurde ich gefragt, welches Pferd ich empfehle. Und ihr seht es, ich habe vorwiegend dieses hier. Und dann machen wir nochmal. Ich nenne sie jetzt mal einfach Erklärvideos. Ah, ich liebe diese Ruhe in diesem Spiel. Ich hab's ja schon mal erklärt, ich hätte ja gern so ein Blockhäuschen. Ah, er ist fertig, das ist gut. Dann trinke ich mir doch erstmal ein hier. Zum Feierabend. Genau, da steht's wieder, setze deine Serie fort. Ich bin doch dabei. Hab ich auch. So, da gibt's wenigstens Knete, 225 Tacken. Hello, mon ami. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work. And we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother. Carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Je devrais peut-être l'accompagner. Ja, dann. Wo geht's hin? Ah, Blackwater. Das ist ja nicht so weit. Aber hier dürfen wir jetzt nicht einfach durchziehen, denke ich. Und jetzt seht ihr es wieder. Weil ich was getrunken habe. Ja. Tingelt der Wagen. Ja, ich halt den doch an. Aha. Ich finde, der hört sich angriffslustig an heute. Das finde ich ist ja so richtig langweilig, ne? Aber es hilft ja nichts. Ich ziehe da jetzt nicht durch. Da habe ich mich schon mal richtig angeschmiert, ne? Also so richtig, richtig. Meine Güte, wie lange dauert denn die Kontrolle hier?
Ich meine, die Gespräche von denen sind ja schon witzig. Und jetzt nochmal ins Buch gucken, oder was? Ich dreh durch hier. Junge. Wir haben noch keine Zeit. You know, most of these moonshiners end up blowing themselves to hell or poison the batch. Maybe we should just leave them to... Und der guckt nochmal in sein Buch. Was kontrolliert er denn da? So, mit 5 Minuten steht ja hier Gott sei Dank nichts. Nur die 18 Pullen hier abgeben. Halleluja hier. Was macht er da? Oder kann er nicht richtig lesen? Ah, wisst ihr, was, das hängt doch hier. Hätte ich auch direkt durchziehen können, oder? Da kann ich auch nicht drauf warten. Ich finde hier das Rad vom Wagen eiert schon ganz schön hier, oder? Komm hinterher, die Jungs. Ja, aber das ist ja irre. Wie lange sollen wir da warten? Muss ich unbedingt die Story weiterspielen. Arthur braucht einen Panther. Oh, da kommt noch einer. Oder der steht da noch rum. Und man hört die Knarre. Hört sich auch schon nicht mehr so gut an. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Und da seht ihr jetzt, wenn das Limit 5 Minuten gewesen wäre, dann hätte ich es heute nicht geschafft. Aber die Kohle verdient. Und ich denke, 18 Pullen sind übrig geblieben. So. Kann er mal eben die Knarre putzen hier. Jetzt auch mal wieder bitter nötig. Ja, die jetzt nicht unbedingt. Oh, ja, die können wir auch mal wieder frisch machen hier im Regen. So, wo war jetzt die Münze? Ja, komm, machen wir einen kleinen Umweg hier. Ich wollte gerade sagen, habt ihr das Geräusch gehört? Ich hätte mich schon gewundert hier. Was macht hier ein Bär? Na? Oh, der ist aber auch hartnäckig.
This isn't good. Oh, thank God! That animal is a goddamn menace! Well, you saved me, partner. So bin ich. I was almost a meal there. Bye, friend. Ja, aber hier ein netter Kerl, ne? Ich hoffe mal, dass das sein Pferd ist hier. Hier ist das immer. Dann setzen wir mal in die nächste Markierung. Ganz hier runter. Oh, jemand ist hier aber noch. Ja, die Karte nehmen wir auch noch mit. Tiere betäuben oder sowas? Ja, betäubte Tiere geweckt. Alles klar. Ah, weiß ich heute sonst nichts. Anscheinend nicht. Na, kleine Tierkadaver, muss ich auch mal wieder jede Menge sammeln, glaube ich. Die ganzen Taschenhörnchen und Vögelchen hier. Damit wir auch genug zum Spenden haben. Noch was? Da ist das, glaube ich, massier, ne? Also hier irgendwo. Da. Sag ich euch eben. Genau hier. Nehmen wir ja auch noch eben mit, ne? Sagen wir ja nie nein. Was sagen jetzt möglichst hier keine anrempeln? Das können die nämlich nicht gut haben. So, wo ist das hier? Oh! Unsachverständig abgestiegen. Wieder eine Schlange. Ah, letztens erst Pech mit gehabt. Na, wo ist das denn hier? Sag mal. Aha. So, kann man schon mal die nächste Markierung setzen. Ah, ja, 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 hier bei Gas ist das, alles klar. Das Pferd schon vor der Schlange geflüchtet. Thank you.
Nächste Schlange. Ach Gott, hier ist ja alles voll davon. Ist eine flüchtige Person. Was war die Aufgabe? Was war die Aufgabe? Okay. Also, mit Verfolgungsfall markiert. Okay. Wo ist denn der Vogel? Wo sitzt der? Wo steht der rum? Ah. Das ist ein Gesetzloser. Na komm. Da haben wir sogar noch den Verfolgungsfall drin. Dann holen wir uns den mal, oder? Da sind aber mehrere. Da habe ich nicht mit gerechnet. Flüchtet der irgendwo hin? Ach, das sind hier gar nicht die Dingenskirchen. Doch, oder? Was ist das denn? Ach, das ist hier durchsuche das Lager nach Wertgegenständen. Das ist ja der Quatsch hier. Ist ja gar nicht hier so ein Dingensäumel hier. Was ist das denn? Eigentlich gar keinen Bock drauf. Bin ich richtig gelesen hier. So muss das hin. Das muss doch hier bestimmt nur zum Hehler oder so. Das ist doch hier um die Ecke. Kann man mal mitnehmen, oder? Und dann für Pfeifen. Ja gut, das ist ja eine Mission, die kann man ja mal mitnehmen, ne? Hier muss man noch ablegen, hier. So. Gibt's nicht viel für, aber etwas. Ach so, hier könnte man auch mal eben gucken. Manchmal ist ja hier auch irgendwas. Wo führt mich denn der Navi her? Ich muss doch da hoch. Was hat denn das vor? Was habe ich da platt geritten? Wo ist es denn hier? Ach, so ein Hase. Ja, was soll's denn? Ich möchte auf jeden Fall noch die Münze und wissen, wo die Madame heute ist. Und vielleicht verschnacken wir hier dann auch eben irgendwas.
So, das war doch bestimmt ein Taschenvogel, oder? Zwei. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Da müssen wir gleich 10 kleine Tierchen spenden. Dann haben wir schon mal 2. So, hier ist das doch meist. Da irgendwo. Jetzt will er nicht. So. Dann setzen wir schon mal eben eine Markierung. Na, ich würde sagen, wir gucken hier nochmal eben. So, alles gefunden, Karte weg. Und wisst ihr was? Ihm verkaufen wir mal eben das Fell. Dann sind wir das los. Wenn er denn will. Aber er will heute nicht. Ach komm, der Hase kann mit weg hier. Soll ich damit? Good luck out there. Und dann checken wir mal eben da die abgefackelten Hütten. Und ihr wisst Bescheid, ne? Waffe bereit. Da wartet schon mal sehr gern ein Grizzlybär auf uns. Riecht das schon irgendwas? Achso, hätte man hier besser... Hier runter, so. Weil das hört sich hier an wie ein Schwarzbärchen hier, ne? Wie Getöse für nix, ne? Das ist... Der Grizzlybär. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Ach Mensch, wo ist denn die Madame? Wo ist heute... Ah, hier ist er. Alles klar. Also in der Nähe von meinem Lieblingshehler. Da ist die Madame. Dann wisst ihr Bescheid. Aber dass hier heute nichts ist, das gibt's doch nicht. Da unten auch nicht. Also heute ist ja echt traurig hier. Mann, wie, was mache ich denn hier? So. Oh, so ein Schwarzbärchen betäuben, das machen wir ja selten genug. Erst das Pferd ranpfeifen, dann den Kollegen flott machen. Und dann zurück zur Schwarzbrennerei. Eben gucken, ob wir da was anschmeißen können. Also ehrlich, heute habe ich's. Heute habe ich's wirklich hier. So. Ja,
wie heißt es so schön, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Das gibt's doch nicht. Was haben wir jetzt wieder platt geritten? Oh, nächsten Taschenvogel. Na gut, da sei auch nie hinein, ne? So, auf geht's. Zur Brennerei. Ich hoffe, wir bekommen da noch ein bisschen Rabatt, weil wir ja vorhin... Das ist ja auch schon länger her, da die Straßensperre abgeräumt haben. Oh, da ist das, was wir auch brauchen. Was war sonst noch? Doppeltierige weg, alles klar. Ja, reicht. Müssen wir uns nicht drum kümmern. Good to see you. Ja, müssen wir auf jeden Fall eine Ladung anschmeißen hier. We did a good deal on that batch, no? Ja, finde ich auch. Das war okay. So, what shall we create? Da seht ihr es noch. Kostet nämlich nur $30. We should profit from this. Ja, komm, mach das hier. Obwohl, ja, komm. Ja, was gibt's denn da unten? Oh, nicht schlecht für 225. Ah, yes. This is for the connoisseur, yes? Good to see you. So, was war beim Sammler? Seht ihr das? Münzen gefunden, null? Was hab ich denn vorhin gesammelt? Das waren doch Münzen. Ja, dann. Also jetzt bin ich leicht verwirrt. Ist auch egal, wir wissen, wo die Madame ist. Das ist entscheidend. Das kann erstmal weg. Und jetzt 10 kleine Tierkadaver. Was haben wir denn? Haben wir nicht irgendwie... das wird... Na, da sind sie. 9 Ratten. Yes, beggars can't be choosers. Und hier von Weins. No comment. Und dann 015 damals. Ist angehalten, der Spaß. Heute machen wir nichts. Wir bestellen das einfach. Und ihr habt mal wieder nicht aufgepasst. Wie lange nehme ich auf? 33 Minuten. Da könnten wir jetzt einen im Verfolgungsfall. Aber ich sag euch was. Mir egal. Wir düsen zur Madame. Kaufen die Karte nach. Verchecken 3 Sachen. Immer unserem Lieblingsheiler vorbei, oder? Remember you. Passed through here some time ago, huh? Well, I don't answer questions on what I sell. Take it or leave it. Oh, dann alles weg. Something for me?
Very nice. Shame to part with it, I bet. Safe travels. Auf zur Madame. Ja, gucken wir mal. Drei Sachen insgesamt, aber von irgendwas zu viel. Eins. Wohl immer gar nicht, ne? Hau weg. Not a bad find. But the whole set is worth your while. Ist das schon mal erledigt? Und dann kaufen wir die Karte nach. Da ist es nämlich. And happy hunting. I know you will be lucky with this. You could not bear to part with that. Well. Dann seht ihr mit den Herausforderungen, dann wird es schwierig, ne? Ein Tier noch wecken. Das machen wir mal eben. So, hier. Läuft aber noch weit hier. Moin in den Flott. Oh, da hätte ich erst Auszeichnung zurücksetzen sollen. Oh, geht gar nicht mehr. 10-mal zurückgesetzt. Ende der Fahnenstange. Ja, dann. Ist halt so. Dann nochmal eben in die kalte Ecke. Dass er ein bisschen friert. Wie kalt ist es? Minus 12, da ist es schon soweit. Und dann haben wir das auch erledigt. Was sagt die Uhr? Ja, können wir kurz nach Strawberry. Vielleicht ist ja dieser Mitternachtskoyote oder wie der heißt. Dann könnten wir die Pheromonnummer noch durchziehen. Mal ein Hütchen aufsetzen hier, ne? Immer denn da? So was. Und wo wir gerade hier sind. Da. Gucken wir uns wenigstens eben nach den Sammlerstücken um, die hier meist rumliegen.
dann denke ich, können wir auch Schluss machen, oder? Hier ist nichts. Der Kojote ist auch nicht da, wenn man ihn braucht, ne? Wir brauchen ja nur noch eigentlich ein legendäres Tier mit der Pheromonnummer hier. Das wäre so schön gewesen. Aber ihr kennt das, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber es lockt mich ja doch, ne? Das räume ich nicht hier auf, das sage ich euch. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Ah, jetzt hat das auch noch angefangen. Ja, ignoriere ich. Vergifte die Distille im Leben nicht. Also da habe ich auch schon ein paar Mal versucht, da aufzuräumen und immer hieß es irgendwie noch, da fehlt noch ein Gegner und so ein Quatsch. Ist da etwa... Was ist denn hier los? Da war da auch noch was. Das war vermutlich nur eine Schlange, oder? Hier gibt's doch, hier sind ja nicht zwei Puma. Pumas. Ist immer noch so rot da. Da reite ich jetzt hin, da gehe ich gucken. Hier war da auch noch irgendwas. Ja, das war doch bestimmt nur eine Schlange oder so. Ja, müssen wir ja ein bisschen vom Weg reiten. Dann genau passiert das. Mission beendet. Ein Schwarzbär oder was? Das gibt's doch nicht. Dann. Oh, wir müssen ja noch ein Tonikum machen, ne? Eins oder zwei. Ich meine, das Gold kann man ja auch mitnehmen. Das brutzeln wir aber mal eben. Waren da zwei oder eins? Distanz, Dingetski, Präriehühner, tralalala, da, eins. Oh, ja, schön die Hand vor ihm, ist kalt. Ist da was? Ab nach Hause, für heute reicht's. Ah, you're back. Eben hier. Den Spaß abgeben, hier den... schlechten Puma und trotzdem bringt er so viel. Und dann gucken wir noch mal eben. Ja, vier Sachen noch. Und da ist es. Uns müsste noch ein Tierchen über den Weg laufen. Ja, hier die Kachel leider. Das macht ja keinen Spaß. Der Sammler mit den Münzen, ganz ehrlich. Keine Ahnung, warum das heute nicht geklappt hat. Da ärgern wir uns auch gar nicht drüber. Es war so ein schöner Tag heute. Und hier ist das Wetter auch gut, na jawohl. Ja gut, 4 Grad geht. Aber das Feuer ist ja an, hier ist es schön gemütlich. So, das war die Folge am Donnerstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt bitte was in die Kommentare. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.